In diesem Video zeige ich dir die fünf Eigenschaften, die nahezu alle erfolgreichen Selbstständigen und Unternehmer gemeinsam haben und die auch du unbedingt zu einem Teil deiner Persönlichkeit machen musst, wenn du dir ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen willst und ein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen erschaffen willst. Das wird dir dabei helfen, schneller und leichter voranzukommen und ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Also was sind jetzt diese Eigenschaften, die erfolgreiche Unternehmer gemeinsam haben? Wenn du dein eigener Chef sein möchtest und wenn du für dich selbst arbeiten möchtest, musst du auch in jeder Zelle deines Körpers und in jeder Situation Chef deines Lebens sein. Was genau das bedeutet und was eben die Leute ausmacht, die wirklich erfolgreich sind im Unternehmertum, werden wir in diesem Video besprechen. Die erste Fähigkeit, die erfolgreiche Unternehmer gemeinsam haben, ist, sie haben ihre Zeit unter Kontrolle. Als Selbstständiger und Unternehmer hast du natürlich niemanden, der dir vorschreibt, wann du was zu tun hast. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass du dir selbst ganz bewusst festlegst, wann du die wichtigen Dinge erledigst. Außerdem solltest du natürlich auch festlegen, was du nicht mehr tun willst, was für dich persönlich Zeitverschwendung ist, beziehungsweise von welchen Dingen du dich nicht mehr ablenken lassen willst. Um also als Unternehmer in kürzester Zeit erfolgreich zu werden, ist es absolut essentiell, dass du die volle Verantwortung für deine Zeit und dein Zeitmanagement übernimmst. Genauso wie Angestellte jeden Tag in der Arbeit erscheinen müssen und ihre Aufgaben erledigen müssen, um ihren Chef nicht zu enttäuschen, musst du natürlich als dein eigener Chef die Dinge erledigen, die du dir vorgenommen hast, um dich selbst, deine Mitarbeiter und deine Kunden nicht zu enttäuschen. Dabei ist es wichtig, dass du die wirklich effektiven, kreativen und einkommensproduzierenden Aktivitäten in die erste Tageshälfte verlegst und erst dann dich um Dinge kümmerst wie E-Mails, Social Media oder auch Anliegen von anderen. Du solltest als Unternehmer immer zuerst deine eigene Agenda erledigen, bevor du dich um die Wünsche und Anliegen und die Agenda anderer kümmerst. Denn ansonsten wirst du sozusagen zu Everybody's Darling und läufst nur noch den Bitten und Anliegen und Aufgaben von anderen Leuten hinterher, ohne die für dich wirklich wichtigen Dinge zu erledigen. Und ja, natürlich, wir arbeiten auch für unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter, aber genauso wie im Flugzeug, da musst du dir auch zuerst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann kannst du jemand anderen helfen. Sich permanent nur um die Anliegen anderer zu kümmern, ist einfach kein nachhaltiger Ansatz, denn irgendwann werden sich die wirklich wichtigen Dinge aufstauen und es wird immer ein größerer Druck entstehen und das wird sich negativ auf deine finanziellen Ergebnisse, aber genauso auch auf deine Kundenzufriedenheit auswirken. Ich habe extrem häufig mit Unternehmern zu tun, die schon vollkommen gefangen im Tagesgeschäft sind und nur noch E-Mails beantworten und sich um die Anliegen anderer kümmern und gar nicht mehr dazu kommen, die wirklich wichtigen Dinge weiterzubringen. Und das führt zwangsläufig dann dazu, dass man stagniert und dadurch die finanzielle Situation immer schlechter wird, als auch die Kundenzufriedenheit. Und diese Abwärtsspirale durchbrichst du eben, indem du jeden Tag zuerst die wichtigsten Dinge erledigst. Also die Dinge, die dir Einkommen bringen, die Dinge, die dafür sorgen, dass du deine Dienstleistung weiterentwickelst, dass du neue Produkte entwickelst, dass du deine Dienstleistung auch verbesserst und dich erst dann um Anliegen oder andere Belange kümmerst. Denn ohne konkrete Ziele oder ganz klare Prioritäten, was du erledigt haben möchtest, da ist die Gefahr extrem groß, dass du einfach im Autopiloten landest und dann nur noch die Dinge abarbeitest, die so zufällig auf deinem Tisch landen, die andere Leute von dir wollen und nicht mehr an den Dingen arbeitest, die wirklich Mehrwert bringen. Damit meine ich zum Beispiel, neue Strategien zu entwickeln, das Marketing zu verbessern, die Dienstleistung oder das Produkt immer weiter zu entwickeln, neue Traumkunden zu gewinnen. Ein Weg, um diesen Punkt sofort in die Praxis umzusetzen, ist, eine Woche lang mal wirklich mitzuschreiben, womit du deine Zeit verbringst, was du den ganzen Tag lang machst und das zu analysieren. Denn dann hast du auch einen guten Startpunkt, von dem aus du Anpassungen und Verbesserungen vornehmen kannst. Für deinen Computer und für dein Smartphone gibt es übrigens Programme, die vollkommen automatisch deine Zeit mittracken, also messen, auf welchen Seiten, mit welchen Programmen du deine Zeit auch tatsächlich verbringst. Also das, solche Programme auf deinem Smartphone bzw. auf deinem PC zu installieren, wird dir auch enorm dabei helfen, einen Überblick darüber zu gewinnen, wo du deine Zeit verbringst und möglicherweise auch verschwendest und das dann eben Step by Step zu verbessern. Die zweite Eigenschaft erfolgreicher Unternehmer ist, sie gehen kalkulierte Risiken ein. Im Allgemeinen macht erfolgreiche Unternehmer oft aus, dass sie weniger Angst davor haben zu scheitern, als Angst davor haben, es überhaupt gar nicht erst versucht zu haben.
In Wirklichkeit ist das Risiko viel höher, wenn du versuchst, keine Risiken einzugehen. Was meine ich genau damit? Wenn du nämlich nicht bereit bist, Risiken einzugehen, also beispielsweise neue Strategien auszuprobieren, zu investieren, neue Kunden oder Geschäftspartner zu kontaktieren, zu beginnen, an Mitarbeiter zu delegieren oder auch beispielsweise die Hilfe von außen zu holen durch Dienstleister, Coaches oder Mentoren, dann wirst du das mit ziemlicher Sicherheit irgendwann bereuen. Denn möglicherweise wird dein Business dann einfach den Bach runtergehen, weil andere Unternehmer in deiner Branche bereit sind, genau diese Dinge zu tun und dann irgendwann an dir vorbeiziehen. Die Frage ist letztendlich, ob wir stehen bleiben, ängstlich sind und warten, bis andere an uns vorbeiziehen oder ob wir bereit sind, auch Risiken einzugehen und uns dadurch weiterzuentwickeln. Sicher solltest du auch immer die Vor- und Nachteile, die Chancen und Risiken abwägen. Aber letztendlich ist nichts zu 100% sicher und du musst einfach auch mal bereit sein, Fehler zu machen und zu scheitern und Dinge einfach mal zu machen. Denn letztendlich gibt es kaum etwas Wertvolleres als Feedback aus der Praxis, von dem du lernen kannst. Und wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, neue Dinge auszuprobieren, dann bekommst du einfach viel zu wenig Feedback, um wirklich weiter zu wachsen, erfolgreich im Business zu werden und dir schnell ein Leben und ein Unternehmen nach deinen Vorstellungen aufzubauen. Und auch wenn es häufig so scheint, als wären Rückschläge, Fehler oder Fehlschläge was Schlechtes, im Endeffekt bieten dir genau diese Fehlschläge die Erfahrungen, die dazu führen, dass du dich weiterentwickelst, verbesserst und letztendlich erfolgreich wirst. Ohne die vielen Fehlschläge, die viele erfolgreiche Unternehmer gemacht haben, wären sie heute auch nicht dort, wo sie sind. Egal ob Steve Jobs, Warren Buffett, Elon Musk, Richard Branson, all diese Unternehmer sind auf ihrem Weg unzählige Male gescheitert, haben unzählige Fehler gemacht und sind genau deshalb erfolgreich geworden. Eigenschaft Nummer 3 ist, erfolgreiche Unternehmer haben ganz klar definierte Ziele und Erfolgskennzahlen. Im Unternehmertum bzw. in der Selbstständigkeit müssen wir uns einfach ein bisschen mit Zahlen und Daten auseinandersetzen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Denn letztendlich ist Erfolg natürlich davon abhängig, dass wir unsere selbst gesteckten Ziele auch wirklich erreichen. Und dafür ist es einfach notwendig, Aktivitäten und unsere Leistungen zu kontrollieren. Wir müssen beispielsweise wissen, woher unsere Kunden kommen, wie viel wir pro Kunde verdienen und was wir letztendlich tun müssen, um neue Kunden zu gewinnen, um dadurch dann auch unsere Umsatzziele zu erreichen. Und erfolgreiche Unternehmer behalten stets den Überblick darüber, wo ihr Business gerade steht, wo die Engpässe sind und an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss. Wenn wir uns aber auf unser Gefühl verlassen und intuitiv handeln, dann kann das natürlich auch eine Weile lang gut gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass man dann schlechte Entscheidungen trifft, schlechte Strategien verfolgt oder auch sein Geld falsch investiert. Deshalb wissen wir zum Beispiel hier im Unternehmen ganz genau, wie viele Videos pro Woche wir aufnehmen müssen, wie viele Interessenten wir dadurch gewinnen und wie viele Kunden wir daraus gewinnen müssen, um unsere Umsatzziele auch kontinuierlich zu erreichen. Und genauso solltest du auch denken, wenn du deinen Erfolg in deinem Unternehmen steigern willst, weil ansonsten ratest du immer ein Stück weit ins Blaue hinein und tappst größtenteils der Zeit irgendwo im Dunkeln und weißt eigentlich gar nicht, wo es lang geht. Punkt Nummer 4 ist, erfolgreiche Unternehmer hören nie auf zu lernen und sich Hilfe von anderen zu holen. Diejenigen, die tatsächlich gelernt haben, erfolgreich für sich selbst zu arbeiten und ein Unternehmen aufzubauen, haben nahezu alle gemeinsam, dass sie sich auf dem Weg Unterstützung von außen geholt haben, um so neues Wissen schneller in die Praxis umsetzen zu können. Deswegen sprechen heute auch so viele von der Wichtigkeit von Coaches und Mentoren, denn grundsätzlich ist Wissen ja unbegrenzt vorhanden, aber in der Praxis anwendbares Wissen, das ist immer noch Mangelware. Vor allem dann, wenn du anwendbares Wissen haben möchtest, das bereits mehrfach getestet und optimiert wurde. Gleichzeitig können dir die Erfahrungen von Menschen, die schon dort stehen, wo du hin möchtest, extrem viele Fehler ersparen und somit natürlich auch sehr viel Zeit und Geld, weil sie dir dabei helfen können, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich wüsste zumindest nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich nicht schon relativ früh erkannt hätte, dass sich eine Investition in das Wissen von erfolgreichen Menschen, sei es jetzt über Bücher, Kurse, über Seminare, Coaches und Mentoren massiv auszahlt. Zumindest hat sich für mich jede Investition in Coaching, Mentoring und Training immer massiv rentiert. Denn oft ist es nur ein einziger Tipp oder ein einziger Ratschlag, der uns viele tausend Euro einbringt oder auch erspart. Das bedeutet für dich, bleib stets neugierig, such dir immer neue Mentoren und Vorbilder
und verfall vor allem nie dem Glauben, dass du schon alles weißt. Denn das ist dann für dich ein ganz klares Zeichen, dass, wenn du so weitermachst, bald von allen überholt wirst. Denn gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit können wir es uns einfach nicht erlauben, stehen zu bleiben. Und Eigenschaft Nummer 5, die wirklich alle erfolgreichen Unternehmer gemeinsam haben, ist, sie arbeiten laufend an ihrem Mindset und ihrer Denkweise. Die Art und Weise sieht oft ein bisschen unterschiedlich aus. Die einen visualisieren laufend ihre Ziele, die anderen meditieren täglich, die nächsten besuchen wieder laufend Seminare oder arbeiten direkt mit einem Mindset-Coach. Aber letztendlich verbessern nahezu alle erfolgreichen Unternehmer laufend ihr Mindset. Unser Unterbewusstsein kontrolliert mehr als 95% unserer Gedanken, Handlungen und Entscheidungen. Deine unternehmerischen Ergebnisse, also wie du vorankommst, wie viel Geld du verdienst, sind also immer nur eine Reflexion deiner inneren Welt. Um also dein Unternehmen auf das nächste Level zu bringen, musst du auch dein Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren. Du musst lernen, deine inneren Blockaden und deine negativen Glaubenssätze aufzulösen. Du musst lernen, deine Ängste zu überwinden und vor allem auch deine Antriebe zu finden und sie zu entfesseln, sodass du dich unterbewusst laufend und automatisch weiterentwickelst und dass dein Unterbewusstsein immer noch nach Möglichkeiten sucht, um erfolgreich zu werden. Wenn du das laufend machst, dann kann ich dir garantieren, dass sich deine Ergebnisse und deine Umsätze innerhalb kürzester Zeit vervielfachen werden. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und wenn du dein Unternehmen und dein Leben auf die nächste Stufe heben möchtest, dann bewirb dich jetzt für eine kostenlose Strategie-Session mit mir oder meinem Expertenteam. In dieser Strategie-Session werden wir mit dir dann gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du deine Ziele erreichst. Du wirst lernen, wie du dir Erfolgsgewohnheiten aufbauen kannst, die dich automatisch deinen Zielen näher bringen und vor allem auch, wie du deine Denkweise und dein Unterbewusstsein auf Erfolg programmierst. Klick jetzt auf die Endcard, die irgendwo hier eingeblendet wird, oder auf den Link in der Videobeschreibung und bewirb dich für eine kostenlose Strategie-Session. Ich freue mich auf dich. Dein Dominik.